Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Long Dark. Nachdem wir in der letzten Folge eine Erscheinung hatten, wir haben den Geisthirsch oder den leuchtenden Geisthirsch gesehen. Er hat uns sogar gerettet, also die Situation, wir haben uns ja, es kam ein Sturm auf, haben eine Schneehütte, also so eine, ja, so ein Self-Made-Iglo gefunden, da reingelegt und dann war der Sturm plötzlich weg, wunderbar. Und wir sahen auch noch den Geisthirsch. Ja, was hat das jetzt mit uns gemacht? Das ist eine gute Frage. Ich denke mal, es war einfach nur so ein schöner Moment, den man hier erleben konnte. Also, ich hätte den nicht jagen sollen, oder? Also, ich hätte den nicht jagen können. Also, ganz ehrlich. Auf jeden Fall ist die Mission abgeschlossen. Und die weitere Mission, die wir noch offen haben, wir müssen ein paar Überlebende ins Gemeindezentrum schleppen, wie immer. Und ich glaube, ab jetzt gibt es wieder Wölfe. Ja, ich glaube, zu Genüge. Die waren komischerweise jetzt die ganze Zeit über nicht da. Ich glaube, jetzt sind sie wieder da. So, wie geht man am besten vor? Wir müssen da runter. Erstmal hier um die Berge herum. Wir könnten theoretisch versuchen, irgendwie Richtung Straße zu gehen, weil ich glaube, wenn man hier zur Scheune geht, dann kommen die Wölfe auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist scheißegal, wie man das macht. Die Wölfe kommen auf jeden Fall. Egal wo. Es ist einfach gescriptet. Oh Mann, ich hoffe, ich komme irgendwie heile. Mit dem guten Wade, dem ersten Verirrten zum Gemeindezentrum. Wenn wir da sind im Gemeindezentrum, machen wir uns erst einmal auf, die anderen Sachen nochmal durchzugehen. Die Luke, die da in der Nähe ist. Und die Schwarzfels-Quest, die würde ich auch ganz gerne weitermachen. Es bietet sich nun gerade sehr gut an, jetzt hier gerade den guten Wade schon mal ins warme, trockene zu tragen, weil wir gerade hier in der Nähe waren, ne? Das ist auch der weiteste, glaube ich. Der weiteste. Die anderen beiden sind relativ nah, glaube ich. So, es ist ein trockenes Wetter, glaube ich, gerade. Ich glaube, es ist ganz gut. Die Temperatur. Ja, der gute Wade scheint verletzt zu sein. Der hat natürlich Probleme mit dem Frieren. Der ist auch nicht so gut angezogen wie wir. Wir sind natürlich bestens angezogen. So, wir sollten einmal kurz wieder die Richtung beinahe wieder eingenommen haben. Dahin ist die Hütte. Die Scheune. Und in der Richtung müsste die Straße eigentlich jetzt langsam kommen. Genau. Vielleicht gehen wir mal am besten mal so Richtung Straße. Und hoffe einfach mal, dass die Wölfe uns erstmal in Ruhe lassen. Glaube ich aber nicht, weil das gehört mit zur Quest. Das gehört einfach mit zur Quest. Und es ist da, ich sehe da hinten schon was kriechen. Da ganz hinten habe ich, glaube ich, schon was gesehen. Deswegen gehe ich extra mal hier lang. Wir schleichen natürlich. Wir haben natürlich jetzt wieder ordentlich Überlastung. Aber da ist natürlich auch sehr viel Feuerzeug dabei, ne? Wir haben Kanister dabei, hoffe ich. Hoffe ich. Ich glaube ja. Wo wir dann schnell das Feuer entfachen können. Das wird ja dann auch ein bisschen. Oh, ey, ich hab's gewusst! Alter! Einfach dafür sorgen, dass wir ordentlich Zeit haben, uns die Wölfe hier vom Leib zu schießen. Da kommen die Dreckschweine. Okay. Wir haben ordentlich Schuss. Die bleiben aber hier. Komm her, du Dreckschwein. Also kleiner Dreckswolf. Oh, das war ein Volltreffer.
Das war ein Volltreffer, würde ich sagen. Den Wolf lassen wir mal liegen. Ich weiß nicht, wie viele Angriffe kommen können. Ob es unendlich sein können. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Sind wir wieder in der richtigen Richtung? Einer hat überlebt. Einer hat überlebt. Ja, schade um das Feuer, ne? Aber was soll ich machen? Ein Wolf hat überlebt. Der andere Wolf wurde getroffen. Das gehört leider zur Quest, dass wir hier angegriffen werden, glaube ich. Ich habe Hoffnung, dass die Straße vielleicht ein bisschen sicher ist. Es gibt ja auch komischerweise auch nur noch diese Timberwölfe, ne? Zu Beginn des Spiels gab es zig von den anderen. Oder waren das von Anfang an Timberwölfe? Ich bin gerade unsicher. Ja, Molly könnte es mal gut helfen, aber die blöde Kuh, die... Ja, wir könnten da hingehen. Aber leider ist da alles verschlossen. Die Erinnerung habe ich noch. Daran erinnere ich mich noch. Wir könnten natürlich in die Scheune gehen. Das ginge natürlich. Oh Mann, oh Mann. Die guten Gewehrschüsse. Und ich hab die Patronen nicht aufgesammelt. Das fällt mir gerade auf. Naja, egal. Ich weiß ja gar nicht, wie man die auffüllen kann. Womit und so. Oh Mann, das wird ein langer Weg. Wieder ein langer, schleichender Weg durch die Nacht. Atemlos durch die Nacht schleiche ich mich jetzt hier voran. Oh Mann. Ja. Wir haben eine gute Nacht erwischt, glaube ich. Ohne Schneesturm, ohne Schneeflöckchen. Weiß, da hinten ist ein Wolf. Da hinten ist ein Wolf. Der greift mich wieder an. Oh, der haut ab. Der erinnert sich noch an uns. Alleine greifen sie also nicht unbedingt an. Er erinnert sich noch an uns. Aber er bleibt bei uns, dieser blöde kleine Wolf-Kadaver. Es ist ja so kalt hier. Vielleicht bleibt der Wolf hier auch da hinten liegen. Da können wir uns den später holen. Vielleicht, ich meine, es ist ja so wie eine Tiefkühltruhe hier draußen. Von der Temperatur her. Boah, selbst in der Nacht so cool hier, ne? Es sieht so cool aus hier. Selbst nachts. Ja, das Spiel ist einfach nur zum Feiern geboren. Da oben ist der Funkturm. Da waren wir ja. Ich vermute mal, dass der Funkturm irgendwas mit dem Ende zu tun hat. Vielleicht irgendwie kurz vor Episode 4, dass man dann dahin muss. Dass wir einen Schlüssel kriegen oder so. Und dann vielleicht in dem Gebäude den Funkturm anstellen müssen. Oder ich weiß nicht, irgendwie sowas wird da bestimmt kommen. So, hier ist die Straße. Ab jetzt wird's einfacher. Natürlich wird's das. Oh je. Es wird kein leichter Weg sein. Er wird rutschig und ja. Oh, das Feuer sieht man immer noch hinten, ne? Das Feuer kann man immer noch sehen. Und das Feuer des Flugzeugs natürlich auch. Wie lang kann Kerosin denn eigentlich brennen? Das sollte eigentlich schon längst aus sein, oder? Aber obwohl Kerosin ist, glaube ich, eine besondere Sache. Das dauert, glaube ich, eine Zeit lang. Wir müssen doch bald ein Feuer machen, weil der gute Wade, der friert ordentlich. Der friert ordentlich mehr, als er Durst hat. Auf jeden Fall sind wir schon mal hier bei Mollys Farm. Das ist schon mal ein guter Vorteil. Das ist mal ganz gut. Wir haben hier gespeichert, ist noch besser. Wir haben einen Wolf, haben wir erledigt. Einen Wolf haben wir erledigt. Reicht das schon aus, wenn wir die erschießen?
dass dann kein weiterer Angriff mehr kommt oder kein Nachschub mehr. Oh, da hinten ist ein weiterer Wolf, da sehe ich ihn. Oh, das ist der. Ich gehe mal ein bisschen weiter hier. Ja, ich glaube, da können noch mehrere Angriffe kommen mit mehreren Wölfen. Da ist einer. Der geht genau da unseres Weges. Oh, der hat weiteren Angst vor uns. Er jault weiter vor uns. Habt du nur Angst vor mir? Ich bin der schlechteste Gamer der Welt. Da weiß man nie, was passiert. Oh, weia. Halleluja. Aber wir sind auf jeden Fall auf der Straße. Schon mal ganz gut. Aber ein Feuer werden wir uns wohl machen müssen. Ich glaube, wir werden uns ein Feuer wohl wahrscheinlich machen müssen. Wir werden es nicht hinkriegen können. Er wird erfrieren. Macht aber nichts. Eine kleine Pause können wir uns hier einlegen. Und ein Feuer können wir uns auch gönnen. Und die Feuerstelle bleibt ja dann auch bestehen. Da können wir uns ja... Der nächste Verletzte war, glaube ich, auch hier in der Nähe. Da können wir uns ja dahin hinretten, notfalls. Und das wieder anfachen, weißt du? Deswegen würde ich gerne das Feuer so weit wie möglich... Hier ist der nächste. Wenn wir das Feuer vielleicht hier so... Wenn ich bis dahin kommen würde, wäre das gut. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Wade wird bis dahin erfroren sein. Wir müssen das auf der Brücke machen, glaube ich. Wir müssen auf der Brücke ein Feuer machen. Das glaube ich. Ja. Das war der weiteste, glaube ich, ne? Von den Verletzten. Die anderen gehen eigentlich. Von der Entfernung. Wir können natürlich auch zu der einen Hütte gehen. Und da eine Feuertonne aktivieren. Das geht natürlich. Oh, er ist dabei zu sterben. Also die ganze Zeit schon. Ja, ich glaube, es bringt nichts. Wir müssen, glaube ich. Da hinten sind wir auch ein bisschen windgeschützt, notfalls. Na, halte durch, mein Freund. Halte durch. Halte durch. Auf jeden Fall hat er keinen Durst. Ist schon mal ganz gut. Ja, wir sind leicht überladen. Natürlich. Aber wie gesagt, die Hälfte davon ist natürlich Feuerzeug. Benzin und alles. Deswegen habe ich den Kanister dabei. Der Kanister mit dem flüssigen, schönen, brennbaren, flüssigen Zeug. Auch Benzin genannt. Oder Lampenöl, je nachdem. Ja, wir schaffen es. Wir schaffen es zur Hütte. Ist ganz gut. Dann können wir dann winddicht irgendwo hinschmeißen. Und ich bin immer noch sehr gespannt, wie das mit den Schwarzfels weiterläuft. Wir werden bestimmt noch ein paar lebende Gefangene treffen, die bestimmt nicht nett sind. Vielleicht werden wir sogar ein Feuergefecht haben. Ich weiß es nicht. So, wir sind in der Hütte. Und hier war doch eine Feuertonne, oder? Hoffe ich. Hier ist der Kollege. Und hier ist... Kohlenbehälter. Ich dachte, hier wäre irgendwo eine Tonne. War hier nicht irgendwo eine Tonne? War hier keine Tonne? Okay, dann müssen wir uns selbst ein Feuer machen. Okay. Kann hier nicht abgelegt werden? Doch, kann wohl. Sind aber drin gewesen. Ist leer, okay. Wir machen uns hier mal ein Feuer. Wind geschützt und hoffentlich auch Wolf geschützt. So. Wir machen mal ein bisschen aus dem Kanister dazu. Und werden uns mal ein kleines bisschen aufwärmen. 2 Stunden. Ein Brikett. Ist auch schwer, die Dinger. Die müssen auch ordentlich was geben. Diesmal sind wir bei 47. Hat sich gelohnt, die Fahrt zum Mond. Jetzt sind wir wieder ein bisschen leichter. Wir können hier mal kurz ein bisschen was... Weißt du was? Wir kochen mal kurz was. Ja, der Dosenöffner, aber der nimmt natürlich Gewicht. Wir kriegen die Dose aber auch so auf.
Können wir die vielleicht ihm geben? Können wir die vielleicht ihm geben? Heiße Pfirsiche? Nee, der will nur Wasser haben. Macht das Sinn? In den Pfirsichen sind doch auch... Ist da auch Flüssigkeit drin? Das verstehe ich gerade nicht wirklich. Der kann auch die heiße Flüssigkeit trinken. Hochwertige Pfirsiche, Spitzenpfirsiche. Das müssen die heißen sein, ne? Ja, das gönnen wir uns jetzt. Ja, schöne heiße Pfirsiche. So ist das gut. Temperatur steigt. Und auch seine Temperatur ist gestiegen. Perfekt. Ja, ist ein bisschen schade mit den ganzen Briketts, ne? Aber egal, wir müssen weiter. Ihm geht's wieder besser. It's okay. In welche Richtung müssen wir? In diese Richtung, okay. Hoffentlich kommen keine neuen Wölfe. Hoffentlich kommen keine neuen Wölfe. Es sieht gut aus. Hoffe ich. Bleibt hoffentlich weiterhin so. Das schöne Feuer. Das haben wir gerade schön angemacht. Aber egal. Wade brauchte Temperatur. Auf jeden Fall sind wir jetzt ein bisschen schneller, ne? Ein bisschen sind wir, glaube ich, schneller unterwegs. Weil wir nicht mehr so über 50 sind. Das gefällt mir gut. Den Abstecher in die Hütte muss man mal machen. Demnächst können wir da auch dann uns reinflüchten und das Feuer wieder entfachen. Ich denke, das macht Sinn, wenn man mal überall so ein paar kleine Feuerstellen hat. So. Der friert schon wieder weiter. Vielleicht müssen wir noch ein weiteres Feuer machen, je nachdem. So. Das Gemeindezentrum ist bald da. Und eigentlich besseres Wetter hätte es nicht geben können, oder? Für uns. Es schneit mal nicht. Es ist wirklich ganz klar. Schon kalt, aber ich denke mal, könnte trockene Kälte sein. Wir frieren sowieso nicht. Er friert, weil er ist ja auch verletzt. Wir sind auf der Straße. Ja, es ist noch ein weiter Weg. Wir werden nur ein Feuer machen müssen. Das wird er nicht hinkriegen. Wir haben uns ja auch gerade mal mit ein bisschen was Heißem gestärkt. Oh, da hinten sind wieder ein paar Wolken. Oh, das könnte uns... Das könnte den Plan verhageln. Heiliger. Wir sind gerade erst hier am Felde, ne? Am Felde der Scheune. Wo wir uns gerettet haben. Das wird nur ein weiter Weg. Die Wolken da hinten gefallen mir gar nicht. Die Wolken gefallen mir überhaupt nicht. Es könnte noch schneien. Es könnte noch richtig kalt werden. Oh. Das wird ein weiter Weg. Werden die stärker? Wir haben ja... Der Vorteil an dieser langsamen... Prozedur hier. Wir können uns hier gut beobachten. Die ganze Welt hier. Es wird hell, ne? Es wird, glaube ich, hell. Wir können einen Sonnenaufgang erleben. Wir haben den Tag überstanden. Überlebt. Vielleicht kommt jetzt die Sonne raus. Vielleicht wärmt sie uns ein bisschen. Das gehört zur Quest dazu. Das gehört zum Spiel dazu, dass wir uns hier ein bisschen rumquälen und im Schleppen. Boah, sieht so geil aus, Alter. Es sieht einfach nur cool aus. So ein megamäßiges, cooles... Temperatur steigt. Sehr gut. Es wird wärmer. Hoffentlich auch für Wade. Das Spiel ist ein Kunstwerk. Es ist einfach nur ein Kunstwerk. Ein durchlaufendes Kunstwerk von Episode 1 bis 5. Und die fünfte gibt es ja, glaube ich, noch gar nicht. Die vierte gibt es erst. Ganz frisch rausgekommen. Deswegen haben wir uns nochmal reingewagt in das Spiel, um die dritte Episode zu spielen. Episode 1 und 2 ist ja auch schon auf meinem Kanal zu finden. Episode 2 hat ja offen geendet, sozusagen. Wie
der erste Teil eigentlich auch, ne? Aber so richtig offen geendet. Da weiß man echt nicht, was passiert. Der gute Mackenzie wurde niedergeschlagen. Und Astrid, da war so ein Cliffhanger. Lebt sie noch? Fragezeichen. Passiert mit ihr etwas? Die muss noch leben, ne? Man braucht sie. Was sieht so geil aus. Megamäßig sieht das aus. Es ist, wie gesagt, es ist eine Comic-Grafik, aber trotzdem so schön. Es lohnt sich, das Spiel zu spielen. Dieses Survival-Spiel mit Open-World-Charakter zum Erkunden. Und da hinten sehe ich schon das Feuer des Gemeindezentrums. Wir gehen langsam drauf zu. Da ist das Ziel vor Augen. Wir werden es schaffen. Vielleicht werden wir noch ein Feuer machen müssen, aber ich werde mal gucken. Vielleicht komme ich auch so durch. Aber ich möchte natürlich nicht das Leben von Wade riskieren. Wenn ich ein Feuer machen muss, muss ich eins machen. Alter, megamäßig. Die Musik setzt ein. Ein neuer Tag bricht an. Ein neuer Tag wird geboren. In den eisigen Welten Kanadas. Wir gingen ja wieder geradeaus, oder? Das ist, glaube ich, ganz gut so. Wir haben echt Glück mit dem Wetter. Wir haben echt verdammtes Glück mit dem Wetter. Verdammtes Glück mit dem Wetter. Und der gute Wade ist wieder am Frieren. Wir werden wohl nochmal ein Feuer machen müssen. Auf den letzten Meter. Aber das war ja eingeplant mit dem Feuerzeug, was wir dabei haben. Briketten ist, glaube ich, sehr, sehr selten, ne? Wir sollten vielleicht gleich mal, vielleicht uns eins nochmal aufheben und das andere Brennmaterial nehmen. Das lohnt sich echt nicht für die kurze Zeit, die wir da mit ihm zum Aufwärmen da sind. Oh, letztes Mal habe ich eine... Oh, es fängt an zu schneien. Oh, das muss natürlich jetzt auch sein. Das muss natürlich noch sein. Oh, die ersten Gebäude sind zu sehen. Oh, ist das spannend. Werden wir es schaffen? Ohne Biss in den Hintern? Ich erinnere mich noch an letztes Mal. Ich erinnere mich noch an letztes Mal. Da wurden wir... Ja. Schön gebissen. Weil ich mich nicht... aufraffen konnte, ein Feuer zu machen und die Wölfe zu verjagen. Das Ziel vor Augen, das Ziel vor Augen. Bis jetzt haben wir von den Wölfen auch nur Bisse, also leichte Bisse abgekriegt. Keine richtigen Verletzungen, ne? Haben wir Glück gehabt. Haben wir verdammt Glück gehabt. Oh, die Temperatur fällt. Wird er es schaffen? Wird er es tatsächlich schaffen? Wird er überleben? Das ist eine verdammt gute Frage. Ich bin geizig mit dem Feuer. Ich bin echt geizig. Ganz ehrlich. Nur fast müssen wir es natürlich. Aber hier draußen ein Feuer bei Schnee zu entfachen, da müssen wir auf jeden Fall wieder das Benzin nehmen. Weil ich glaube nicht, dass es sonst angeht. Da muss Brandbeschleuniger her. Und ob er sich dann schnell aufwärmt, weiß ich nicht bei dem Wetter. Guck mal, das Stoppschild ist komplett im Schnee versunken. Teilweise. Oh, ist das... Nee, ich glaube nicht. Das ist nur der Schneehügel. Nee, das war nur der Schneehügel. Also teilweise. Eigentlich müssten die ganzen Autos hier und alles andere, was so schon Ewigkeiten steht, schon viel, viel mehr in Schnee versunken sein. Schon viel, viel mehr. Das ist ein bisschen... ja, da haben die nicht dran gedacht, die Entwickler. Das Auto vor uns müsste viel mehr im Schnee sein, ne? Oder wie schnell geht das? Also, das schneit doch hier schon richtig. Mal sehen, wie das nach dem Sturm ausschaut. Da kommt ja ein Sturm. Mal sehen, ob dann hinterher dann hier auch alles voll ist. Und noch mehr zugeschneit ist. Aber ich glaube, das gehört zur Karte. Das ist einfach fertig. Boah, selbst das sieht so cool aus, ne? Alter. Boah, das ist so geil. Die Bilder. Mega. Die Kinder, die hier aufgewachsen sind, ja, die sind speziell, ne? Die sind damit aufgewachsen.
die wollen wahrscheinlich nichts anderes erleben, wenn die in der Stadt leben würden. Tja, man muss dafür geboren sein. Wir haben den ersten Überlebenden, Verletzten, Verirrten ins Gemeindezentrum gebracht. Der erste ist hier. Ja, Baby, ja. Sehr schön. Wo legen wir ihn hin? Nach dort. Der erste ist zu Hause. Also nicht zu Hause, aber... Ja, Baby. Wunderbar. Geil, der erste ist da. Freue ich mich ein bisschen. Freue ich mich ein bisschen, dass wir es geschafft haben. Finde ich gut. Er sagt nichts mehr zu uns. So, aber jetzt machen wir uns erstmal an die andere Mission ran. Wir gehen zur Luke. Wir machen mal einen Folgenbreak und dann ich schlafe, dann gehe ich mal hier oben hin. Ich gucke mal, ob ich da irgendwie hinkomme. Und dann machen wir mal einen Schwenker und gehen mal so in diese Region. Ja, ob ich angeln werde, weiß ich nicht. Von einem magischen Teich. Ich nehme mal die Angelschnur mit, notfalls. Ist ja alles hier in der Nähe. Siehst du mal, ja, es geht. Der hinten, der Wade war der weiteste. Die anderen beiden, ja, kriegen wir auch noch hin. So, ich gehe mal kurz in die Kiste. Also nicht in die Kiste, sondern zur Kiste. Angelszeug nehme ich mal kurz schon mal mit. Was wir haben, haben wir. So, was kann man hier ablegen, um ein bisschen schneller unterwegs zu sein? 7-mal Brandbeschleuniger haben wir, finde ich gut. Aber die wiegen auch ein bisschen was. Was ist, wenn wir nur den Kanister mitnehmen? Ich teste mal eben kurz. War vom Gewicht, glaube ich. 1 Kilo haben wir noch. 0,70 mal 7. Ja. Zwei lassen wir mal hier für den Notfall. Lampenöl. Packen wir mal weg. Dann können wir nochmal auffüllen. Wir brauchen nicht alles mitzunehmen. So. Mal ein bisschen. Die Spritze lassen wir auch hier. Die Kolben, ja, die wiegt kaum was, aber trotzdem. Für Notfall lassen wir das mal hier. Haben wir irgendein Essen, was abläuft? Geht, glaube ich, noch. Nehmen wir die 100%, lassen wir mal hier. So. Zeitung wiegt auch ganz schön was. Ein bisschen Wasser können wir mal hier lassen. Ein bisschen. Wir können auch mal erstmal schlafen und dann essen wir hinterher. Haben wir noch Holzbrikett über? Mal gucken wir mal kurz Holzbrikett. Eins lassen wir mal hier, weil wir haben auch Zünderbündel, das reicht. Haben wir auch ein bisschen weniger zu schleppen. So. Bücher sind schwer, ne? Bücher sind echt schwer. Wir können mal eins mitnehmen und dafür Zeitung hier lassen. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Kleidung haben wir gar nicht mehr dabei, gar nicht mehr aufgesammelt. Wozu auch? Wir haben ja das Beste schon an. Was geht. So, wir schlafen mal ganz kurz. Ein Stündchen. Hoffen wir mal, dass der Schneesturm ein bisschen weniger wird. Aber wir sind gut angezogen. Wir sollten eigentlich auch im Schneesturm gut dabei sein. Ich glaube, da draußen herrscht gerade wieder ein Sturm. Ausgerechnet. Ach nee. Ach nee. Hat aufgehört, glaube ich, etwas. Gut. Sehr gut. Dann
Wir brauchen Essen und Trinken, ja, so ein bisschen. Was muss dringend weg? Der Kaffee, den können wir ablegen, weil das, ja. MAE 22%. Die müssen wir bald mal nehmen. Sonst werden die bald mal, werden die auch schlecht. Wir nehmen mal davon ein bisschen was. Und davon ein bisschen was. Erstmal öffnen. Und dann essen und trinken. Und wir trinken einen Schluck davon. So, und das Wasser lassen wir auch am besten auch hier. Da können wir uns am Feuer wieder Neues machen. Da haben wir wieder ein paar Kilo weniger. Wir haben gerade getrunken. Das reicht. So, haben wir wieder ein bisschen weniger drauf. Ein paar Kilo weniger. Kann ich eh gebrauchen. So, wir wissen nicht, was in der Luke ist. Wir können ja mal ein bisschen was ablegen von Essen, ne? Das wiegt sowieso viel. Ja, da ist bestimmt einiges drin, was wir gut brauchen können. Wir werden die Luke bestimmt finden. Ich bin ganz optimistisch. Oh, die Truhe ist voll. Ah, toll. Truhe voll. Aber wir haben hier noch. Wir haben noch hier auch noch irgendwo einen Schrank gehabt. So, das lassen wir mal hier. Wir müssen ja nicht alles mitnehmen. So, den Kaffee wollten wir hier lassen. Ein Buch nehme ich mit. Das MAA ist Notfallessen. Ja, 10, 20, 30, 40. 0,54 weg. Dann lassen wir das mal da. Ein bisschen Platz schaffen. Das Messer, ja. Oh, wir haben sogar zwei Messer. Das ist schwerer. Dann lassen wir das mal hier. Micromanagement ist sehr wichtig in diesem Spiel. Man muss genau gucken. Jedes bisschen Gewicht, was weg ist, kann uns helfen. Schmerzmittel 6 reicht auch, ne? Jedes bisschen Gewicht ist wichtig. Laterne brauchen wir auf jeden Fall. Haben wir den Kanister eigentlich noch dabei? Oder habe ich den leer gemacht? Wo ist der Kanister? Ist der hier drin? Nicht hier, aber in der anderen Kiste. Warte mal. Ist der Kanister. Habe ich den abgelegt? Oder war der leer? Mal ganz kurz gucken. Da ist ein Kanister. Ja, brauchen wir eigentlich auch nicht. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Wir gehen mal so. Wir gehen mal so. Wir werden ein bisschen was finden. So, Freunde. Das war eine weitere interessante Folge. Wir sind wieder gut dabei. Der erste Überlebende, Wade, ist jetzt hier. Dem geht's gut. Der erholt sich. Und wir gehen mal wieder nach draußen und machen mal einen Folgenbreak. Und mal gucken, ob die Wölfe uns jetzt wieder in Ruhe lassen. Also, ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. In der nächsten Folge geht es weiter. Werden wir uns aufmachen Richtung Luke und Schwarzfels und Angel, Heiliger See, Teich, wie auch immer. Mal sehen, was wir davon machen. Ja, das war wieder sehr spannend, interessant. Ein langer, 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 langsamer Weg. Aber wir hatten gutes Wetter. Wir hatten auch Glück. Wir haben einen Wolf getötet und der andere hatte Schiss. Deswegen haben wir auch einen guten Weg mit ihm. Mit dem Wade vollzogen können, vollziehen können. Mein Gott, bin ganz durcheinander. Ja, dann sage ich jetzt bis denn, ciao und tschüss, bis zum nächsten Mal. In der nächsten Folge geht es in diese Richtung. Genau, da müssen wir hin. Mal sehen, ob wir da irgendwie hochkommen. Letztes Mal sind wir hier hochgegangen, ne? Jetzt müssen wir mal in diese Richtung. Mal sehen, ob das ein leichter Aufstieg wird. Wir werden mal gucken. Ansonsten gehen wir weiter nach hier. Also, macht gut, bis dann. Ciao und tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne mal Kommentare schreiben, wie ihr es fandet. Und bitte, bitte nett bleiben, weil ihr wisst ja,
schlechteste Game in der Welt und so, ne? Also dann, macht's gut. Bis dann. Ciao und tschüss.